Ja, die hat mich auf immer vollgespammt, ne? Konnte man nichts machen. Spammer, Spammer. Kamera, Perspektive. Okay. Ich drück dir dieses Mal wirklich die Daumen. Und am Ende hast du sie sowieso gekreuzt. Nein, diesmal... Oh, ich hab deine Nase. Nein, ich drück sie diesmal wirklich. Ja, nur so aus Reflex. Okay, verstehe. Weil ich es jetzt geschafft habe, bam! Oh. Siehst du, ich hab dir die Daumen gedrückt, schon schaffst du es. Was zum... dieses Gesicht von dir. Das mach ich nur als Thumbnail. Okay, bei mir. Hat gerade die Aufnahmen gehabt. Hat, ja, ja. Hat er jetzt ihr Schild kaputt gemacht? Ja, schicke ich den Jinjo, ich nach Hause, dann ist vorbei auch. Keine Ahnung, konnte ich alle gar nicht lesen. Einmal drauf auf die Olle. Weißt du, die steht da und zittert. Aber natürlich hat sie keinen Schmerz, ne? Vor Kummer bin ich schon ganz mager. Für euch habe ich das. Auf Lager? Keine Ahnung, habe ich jetzt letztens nicht gelesen. Okay. Du darfst jetzt, wenn möglich, auch hab was vorlesen. Ich ein Lager. Also, wenn du es lesen kannst. Okay, wenn jetzt. Ja, wenn ich es lesen kann. Sie fliegt irgendwo runter. Ja, es kommt gleich okay. Was zu lesen, von daher. Echt? Ja, sie ist vor mir. Das kann nicht mein Schicksal sein. Ich hätte es nicht Klungo, lesen. Befreie ich mich von diesem Stein. Klungo ist der das Helfer ist von ihr, also so im Grunde genommen hier Butler James. Okay. Da hinten läuft ein echter Mensch. Du hast es endlich geschafft. Da. Wo läuft ein echter Mensch? Da, Fug. Was geht mit dem Jetski? Sie hat wunderschöne Wassermelonen. Auf dem... Ja, ah, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr? Schwester. Ausspannen. Klar, du und Kazui, ihr seid schon echt, ihr seid nun echte Helden. Du. Hast du das gehört, Kotzo? Hast du das gehört? Okay, du warst ganz gut, Kazui. Danke, Brillenschlange. Hm. Genug jetzt, lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Dingpot. Ja. Das ist Klungo. Da. Mit dem dicken Auge. Der Humpler. Ah, okay. Der Topper. Die Karotte. Kennen wir das nicht irgendwo schon? Ball. Die Zwiebel. Oh, eine nee. Zwiebel. Colliwobbel. Brokkoli, yeah. Zwiebeln genauso, i. Krabby, die Steine. Ah, pui. Grundling.
Also Sora hat die komischen Grundlinge Dings genannt, Günther. Ticker, die Spinne. Big Butch, Noch. der Bulle. Oh. Na, den kenne ich doch gar nicht. Goblin. Hä? Den kenne ich nicht. Hab ich das Spiel verpennt? Leaky! Du hast ein Let's Play drüber gemacht und du kennst ihn nicht. Das war vielleicht. Das sei eben nach der ersten Welt, dass vielleicht euch die ein bisschen so. Lock up! Ja, natürlich. Lock two. 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 Little Lock up. Na, die kenne ich jetzt gerade auch schon mal nicht. Yam yam. Oh. Yam yam yam. Yam yam. Yam 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 yam. Snippet. Was ist? Snippet. Mein kleiner Snippy. Schrapnell. Schrapnell. Ja, natürlich. Schrapnell. Na komm. Snacker, der weiße Hai. Dum 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 dum. Ja. Der ist aber nicht weiß. Klub. Der Der ist Fisch. hellblau. Der gerade gerülpst hat. Ja, gut. Grille, Komba, Schomba. Die Teile habe ich gehascht. Mutti Snippet. Ja, mutierte Krabbe. Was Ja, für hat ein dickes ein Auge. Auge. Wipflash? Oh mein Gott, komischer Name. Kroktus. Quick. Flippet. Stimmt, das war eine Frage in dem Quiz, wie die komischen Frosche heißen. Bassbomb. Ja, sag Natürlich, ich die sieht so. aus wie eine Bassbomb. Ah, the Tip-Top Core. Tip-Top. Tip-Top, Tip-Top. Crocky. Nee, Crocky. Keine Ahnung, Crocky, Crocky. Soggy oder Soggy. Hui, hüpfende kleine Eisbär-Babys. Moggy, natürlich eine fette Familie gegründet. The Twinkles, natürlich. Die Teile habe ich gehasst. Ja. In einem Ja. Die Geschenk. Teile habe ich auch gehasst. Twinkle, mancher. Die bösen Teile haben meine komischen Glühbirnen immer aufgefressen. Der Ja. hat ein bisschen großen Mund. Sir Slush. Liebe. Ba-ba-da-ba-da-ba-ba-bam. Liebe, was für Glühbirnen. Schinker, der Eiswürfel. Eins Hab ich noch mir auch auf gedacht. Doom. Xwingsi. Das hat er nicht in der echten Welt gemacht. Da hat er nicht genießt. The Englid Job Dingens da. Keine Ahnung, habe ich jetzt eben nicht wirklich lesen können. Krabber, die krabbelnde Hand. Die Krabbsche Hand. Was hast du Scabby? da Die kenne ich aufgehört? auch nicht. Ich glaube, die bauen hier gerade mit Absicht irgendwas ein. Du Slappy. Ja gut, machst die kenne ich Let's. wieder. Bumm. Ja, was wolltest du sagen? Du machst ein Mum Let's mum. Play darüber und weißt noch nicht mehr die Nee, ganzen also ein Dinge. paar Dinger sind wirklich dabei, die ich Ja. nicht kenne. Histup. Histup, die Schlange. Da kommt gleich bestimmt der kleine Panflötenspieler. Nee, doch nicht. Da kommt erstmal das Tumbler, das Glas. Das kenne ich wieder. Die Teile kenne ich auch. Porträt. Komba. Schomba. Krumba, Schomba. Ja. Tihi. Tihi. T. Keine Ahnung. Kenne ich auch noch. Limbo. Limbo soll es doch Ja, nicht stimmt. Das spielen. ist Ripper. Das Spiel heißt. Ja, Limbo. Das ist ja das Schwarz-Weiß-Spiel, ne? Nippli. Oder Nippli? Ja. Ja. Boombox, ja, die habe ich geliebt. Da habe ich auch die riesige springende IKEA-Box. Da ist sie doch, Boss Boombox. Die springende IKEA-Kiste. Die habe ich gehasst. Ach, die hast du ja Trimblatt. geliebt. War Ja dein gut, bester als ich Freund dann in dem wusste, wie er Spiel. geht, also dass man auch ohne Eier schießen kann, natürlich. Flotsam. Ja, man muss ja wissen, wie es geht.
Seaman Grublin. Aber ich muss sagen, hätte ich jetzt keinen Safe sitzen, so, ich wüsste nicht, wie ich Gruntilda besiegen soll. Champ. Ich müsste das Spiel so oft. Ich müsste. Ja, sechsjährige Kinder mussten das auf der Konsole schaffen. Snerbier. Also ich sag mal so, da, wenn dann ein 6-7-jähriges Kind saßen soll, meistens haben die Eltern das probiert. Big Clacker. Das ist super. Ja, was hast du weggeschaut? Ich hab gesagt, ich hab nicht das Gescheit hingesetzt. Der sagt mir gerade auch nichts. Doch, den haben wir gesehen. Nipprecht. Nee, den haben wir. Doch, doch, stimmt, stimmt. Cheeto, der schietende Buch. Da habe ich eine Seite irgendwo. Irgendwo gibt's noch eine Seite von dem. Oder irgendwie ihn selbst. So, sie. Die Frau hat wieder schöne also Wassermelonen vor sich. Wunderschöne Wassermelonen. Und Mumbo auf dem Baum, der schüttelt seinen Brief. Psst, Mumbo hat geheime Bilder. Mhm. Geheime Bilder? Cool. Cool hat der. Bilder zeigen Sachen, die ich verwende in nächstes Spiel. Von der Wassermelone. Hast du das gehört, Kazul? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeige uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Ihr finden alle 100 Puzzleteile? Ja. Also, ich fürchte, wir haben nur 98 gefunden. Fuck. Nur beste Spieler sehen Bilder, findet 100 Teile und Mumbo euch zeigen. Fuck you too, Mumbo. Das ist unfair, nicht mein Vorgucker. Nein, Mumbo jetzt gehen. Hat heiße Verabredung. Mit wunderschönen Wassermelonen, ne? Warum sucht ihr nicht nach den fehlenden Puzzleteilen? Ah ja, Mumbo läuft hinterher. genau, ich will Mumbos Bilder sehen. Ich nicht. Es sind nur Hinweise auf Banjo-Tooie. Ich weiß nicht, wo meine zwei Puzzleteile sind, die fehlen. Klunge wird diesen Felsen beiseite räumen. Ich rette dich, Meisterin. Dumpfer Bär und dumme Kazooie. Ich kehre zurück in Banjo-Tooie. The End. Ja, du kannst gerne wiederkehren, aber nicht mit mir. Ich mache kein neues Let's Play über Banjo-Tooie. Tut mir leid. Alle, die sich schon Hoffnung gemacht haben. Nein, das spielt niemals. Sorry, nein. Nein, 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 nein. Da ist der Endboss nachher. Ich hab ein Let's Play dazu gesehen. Da ist der Endboss nachher richtig scheiße schwer. Das glaubt ihr gar nicht. Ja gut, Du musst aber immer noch. Ich hab 213 Abonnenten. Passend, weißt du, wir. Naja, gut, nicht wirklich passend, egal. Und wenn 2015, genau, wenn 215 Abonnenten sind, dann gibt's ein Video, wo ich mein Gamepad, mein altes, was quietscht. Moment. Wenn ich nicht alles umschmeißen würde. Moment. Das klingt nach sehr viel. Das ist egal. Ja, ist im Bild. So, hier habe ich mein altes Mauspad und das ist nicht nervig. Nein, das ist nicht nervig. Doch, eigentlich schon, ne? Allgemein, der backt ein bisschen rum. Und der macht bei 215 Abonnenten. Ja, einen Flug gegen die Wand. Vielleicht ist es schon geschehen, bis das Video schon online ist. Vielleicht aber auch danach. Weil einige das sehen wollen. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Ich kann das hier nicht in meiner Wohnung gegen die Wand schmeißen. Ich würde das mit meinem Handy draußen irgendwo aufnehmen, wo ich das ungestört irgendwo an der Wand schmeißen kann. Yep. Toll, ich werde dich aber erwähnen, werde ich nicht vergessen. Ja, ansonsten, ich würde sagen, wir haben jetzt Enzo, Banjo-Tooie, wir sehen hier gerade nochmal den Anfang, abgegurkt, durchgeschafft. Das ist nämlich sehr geil. Ich lege rum. Deshalb, ich würde mich erstmal bedanken, dass du mit dabei warst. Ich bedanke mich, dass auch viele hier mit dabei waren und zugeschaut haben und allgemein auch alle Gastkommentatoren. Jo. Zum Beispiel, Coaches Baron, Mr. Stinio, Xenixi, du, Sora. Habe ich Sora schon genannt? Achso, hast du. Hier, WhatsApp 95 LP, wen hatte ich noch? Ja, ich glaube, irgendwie hatte ich auch noch. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, Patrick, ja genau, Patrick hatte ich auch.
wie gesagt, danke, dass ihr alle mit dabei wart. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann irgendwann in einem neuen Projekt. Banjo-Kazooie ist jetzt abgehakt und es wird aber kein Banjo-Tooie geben, dass das klar ist. Gut, ich wünsche euch noch alle einen schönen Tag, Abend, Mittag und was nicht alles. Und ja, danke nochmal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Da, da, da.